Am 22. Spieltag treffen unsere Roten auf Werder Bremen. Dass Werder Bremen nach 21 Spieltagen ganze 9 Plätze hinter unseren Roten steht, hätte wohl vor der Saison niemand gedacht. Bei der Mannschaft von Thomas Schaaf läuft in dieser Spielzeit so ziemlich gar nichts zusammen. Und somit rangieren die Weserkicker auf einem inakzeptablen 13. Tabellenplatz. Einen Punkt entfernt vom Relegationsrang 16. Thomas Schaaf ist zwar der dienstälteste Chefcoach der ersten Fußball-Bundesliga, sitzt aber nicht mehr so fest im Sattel wie in den letzten Jahren. Auch wenn Bremen am letzten Spieltag in Mainz einen Punkt holen konnte, ist der 49-Jährige nicht mehr unumstritten. Angeblich soll Ralf Rangnick schon in den Startlöchern stehen. Sowohl im Angriff als auch in der Defensive hatten die Hansestädter im Winter Handlungsbedarf. Mit Danny Avdic kam von IF Elfsborg ein Stürmer an die Weser. Der 22-jährige Schwede tritt die Nachfolge von Hugo Almeida an, der zuvor zu Beşiktaş Istanbul gewechselt war. In der Verteidigung soll der Brasilianer Firmino de Jesus Samuel, kurz Samuel, für Stabilität sorgen. Der flexible Abwehrmann kann sowohl als linker Außenverteidiger als auch im Defensivzentrum eingesetzt werden. Leistungsträger sucht man bei den Bremern in dieser Saison bisher vergebens. Nationalkeeper Tim Wiese wird gegen unsere 96er nach seiner roten Karte gegen Bayern München noch aussetzen müssen. Für ihn steht Sebastian Mielitz im Tor. Im Mittelfeld versucht Routinier Thorsten Frings die Mannschaft zu führen, bislang aber mit mäßigem Erfolg. Derzeit ist Frings von seiner Topform so weit entfernt wie Eintracht Braunschweig von der ersten Bundesliga. Einziger Lichtblick bei den Hansestädtern ist aktuell Claudio Pizarro, der in Mainz in der Nachspielzeit seinen Torriecher abermals unter Beweis stellen konnte. Bislang konnte Pizarro in 12 Spielen 4 Treffer für sein Team erzielen. Nur ein Punkt trennt die Bremer vom Relegationsplatz 16. Außerdem weist die Truppe von Thomas Schaaf hinter Tabellenschlusslicht Gladbach das zweitschlechteste Torverhältnis und die zweitmeisten Gegentreffer auf. Bremen steht mit dem Rücken zur Wand und trifft mit unseren Roten am Sonntag auf einen höchst motivierten Gegner. Wir wollen unterstreichen, dass wir die stärkste Mannschaft im Norden sind und bleiben.